herzlich willkommen in den Festungsanlagen des Schlosses Sonnenstein. Mein Name ist Christiane Stöbe. Ich bin Initiatorin und Kuratorin des Skulpturensommers der Stadt Pirna. Mein Anliegen ist es, nicht nur Skulpturen zusammenzutragen und auszustellen, sondern euch auch zu zeigen, wie man zu Skulptur kommt. In Stein, in Ton, in Wachs, in Draht. Ja, fangen wir doch an. Das große Thema des Liegenden möchte ich euch an der Arbeit von Klaus Schwabe sichtbar machen. Ich habe mich hingesetzt, auch werde ich heute meine Skizze im Querformat anlegen. Trotzdem schiebe ich das Blatt an den Rand von meiner Sperrholzplatte, halte es wieder mit meinem Daumen fest und beginne. Man kann im Grunde erkennen, dass hier noch ein Baumstamm, also wenn man alles zusammenzieht, ist ein Baumstamm noch zu erkennen. Hier beginne ich auch wieder, indem ich den Baumstamm suche. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das ungefähr einfangen kann. So etwa, vielleicht war er sogar noch ein bisschen dicker, habe ich diesen Baumstamm. Natürlich könnte man ihn hier auch noch mal so sichtbar machen. Das ist unser Baumstamm, aus dem Klaus Schwabe seine große Liegende herausgeschlagen hat, könnte man sagen. Er hat sicherlich eine Säge genommen, vielleicht sogar, weil es 2000 entstanden ist, eine Kettensäge und die große Form gesetzt. Und das suche ich jetzt auch, indem ich hier die Winkel ansetze. Also hier hat er nachher dann gar nicht viel rausgeschnitten. Das macht man sowieso bei Skulpturen nicht. Man sucht schon von vornherein den Baumstamm aus, wo man wenig herausschlagen muss. Das ist ja doch eine ganz schöne Arbeit. Und hier kommt dann der Kopf. Also ihr seht, was er herausgeschnitten hat, sind minimale. Ich könnte es jetzt euch auch mal so schraffieren. Hier hat er weggenommen, hier hat er weggenommen, weil es wirklich die Hüfte ist, die dann da kommt, und vielleicht hier nochmal am Gelenk. Das sind diese Punkte, die er herausgeschnitten hat. Im unteren Bereich hat er vielleicht einfach nur eine Gerade geschnitten, also aus diesem runden Baumstang, das erstmal gerade, dass das auffliegt. Und hier könnt ihr auch erstmal dann den Stift wieder umsetzen. Könnt ihr sagen, aha, die liegt so auf so einem Kissen oder auf einer Unterlage. Hier deutet er auch noch das Kissen an. Das könnt ihr dann wirklich mal als Linie setzen. Und jetzt ahnt ihr schon, wo die Figur ist. Was ich dann oft suche, ist die Mitte dieser Figur. Also ähnlich wie bei der Giulietta sucht man hier den Bereich, wo dann auch die Beine kommen. Der eine Bein und das andere Bein. Und da kann man einfach mal eine Linie bis nach unten, bis zu den Füßen setzen. Die ist fast parallel, diese Linie. Da ist der Bauch, der jetzt dann auch da liegt, den kann man ruhig auch noch mal machen. Und hier in diesem Bereich, wo die Haare sind, da könnt ihr jetzt mal gucken, wo der Arm liegt. Da könnt ihr gerne den Stift wie einen Schreibstift nehmen. Von dem Arm geht es hier runter, da seht ihr jetzt noch mal, wie das hier zur Hüfte hochgeht. Also dass da hier so eine richtige Linie entsteht, fast so eine Wellenlinie. Hier kommt der Arm, da ist dann das Haar und jetzt hat man hier nur noch den Kopf. Der liegt also wie oben drüber. Der guckt auch nicht zu uns, sondern der liegt hier, guckt nach oben. Ich mache noch kein Gesicht, sondern suche erstmal das Haar, wie das hier so rüber wandert. Könnt ihr auch gerne einfach nur so Krickellinien machen, dass ihr das Haar macht. Hier guckt eine Brust raus. Da könnt ihr so eine runde Form setzen. Und jetzt gilt es eigentlich ähnlich wie bei dem Porträtkopf. Da kann man noch mal deutlich machen, hier sitzt die Nase, damit wir wissen, das guckt wirklich zum Himmel. Die träumt sich quasi heraus. Dann dieser Bogen, der Augenbraue.
das Auge an sich. Reicht auch, wenn ihr das nur so andeutet. Nur damit wir wissen nachher, wenn wir diese Arbeit rausschälen, dass wir da nicht sie zu uns gucken lassen, sondern wirklich in die Luft. Und alles andere bleibt im Grunde in der zu uns gewandten. Das sind wir unten nochmal an den Füßen. Und bei den Füßen, vielleicht kann ich einfach nochmal so sagen, da hat man sich auch in der Skulptur oft so ein bisschen so gemacht. Ihr seht, das ist so eine Form, fast wie so Schwimmflossen, könnte man auch sagen. Wenn ihr das andeutet, reicht das völlig, um diese Form zu setzen. Wie immer zeigen wir auch an, das ist eine Figur, die keine reale Figur ist, sondern eine Skulptur, die herausgeschnitten ist, die in einer Ausstellung steht. Ihr könnt auch noch hier ein bisschen die Wand also zeigen. Das ist eine gemauerte Wand in einem Sandsteinfelsen. Und dann gebt ihr dem Ganzen noch das Namen, die liegende. Von Klaus Schwabe. Und die ist 2000 entstanden aus Ulmenholz. Wir sind wieder in meinem Atelier und ich freue mich, Marlon und Mara hier zu haben. Diese Einheit oder Stunde wollen wir uns am Schnitzen üben, und zwar einmal im Lindenholz, aber auch einmal in einem Bildhauerton. Wir probieren hier eine liegende also wirklich rauszuskulptieren, wirklich herauszuschneiden. Und nicht jeder hat vielleicht dieses teure Werkzeug, was man für das Holz, für die Holzbearbeitung braucht. Deswegen haben wir uns entschieden, beides zu zeigen. Einmal im Ton. Hier ist es schon gut, wenn ihr einen hochschamottisierten Ton nehmt, der vielleicht auch gar nicht groß bearbeitet ist, sondern so eine Form hat, eine Zeit lang gelagert wurde, also richtig fest ist, schon fast steinhart ist. Trotzdem nennt man das noch fast lederhart, sodass man hier auch noch schnitzen kann. Hier müssen wir das Werkzeug benutzen und vielleicht auch den Knüpfel am Ende benutzen. Aber der Start ist hier, diese liegende Figur erstmal hier reinzuzeichnen. Und wir müssen da beginne ich immer und gucke, aha, wo könnte ungefähr der Schritt liegen, also wo die Beine beginnen. Da mache ich mir manchmal so eine Linie. Ich gucke dann auch nochmal so hoch, könnte das sein, vielleicht ist sie sogar noch weiter oben. Also hier in diesem Bereich liegt es, wo die Beine sind, also wo die Hüfte liegt. Und das ist im Grunde, wenn eine liegende Figur, nachher liegt sie ja so, ja, dann ist das einer der höchsten Punkte. Ja, nachher zieht sich das im Grunde hier zurück. Also ihr könnt schon fast sehen, das geht ruckzuck, hat man die. Hier ist man an der Schulter und hier hat man dann den Kopf. Wir wollen es mal versuchen, dass der Kopf hier oben drin liegt. Also in die Luft guckt. So ganz genüsslich im Grunde. Jetzt habe ich viel zu groß gemalt, also der ist hier schon zu Ende. Also hier liegt irgendwo der Kopf in diesem Holz drin. Hier kann man es nicht zeichnen. Marlon, du könntest es im Grunde schon probieren. Also denk auch dran, dass du hier wirklich den Kopf nach oben setzt. Ja, der liegt also wirklich oben dran. Hier ist es das Messer bei dem Ton. Und es geht aber genauso, dass du diese Figur hier reinnimmst. Ich nehme auch da mir die ganze große Seite. Suche den Bereich hier haben wir ein größeres Stück, suche auch wieder den Schritt, dass man da so ein Gefühl kriegt für, wo die Beine beginnen. Und da weiß man, da drüber, da ist diese Hüfte, das ist der höchste Punkt. Hier brauche ich eigentlich gar nichts wegnehmen. Ja, und dann ziehe ich einfach diese Beine zusammen. Das eine lagert ja hier unten, das letzte Stück ist quasi die Auflage. Ja, hier kann man sogar so ein bisschen den Venushügel machen, also kannst du schon einzeichnen. Hier ist, das ist der Arm, der hier vielleicht sogar rüber geht, mal sehen.
Genau, sehr schön, wie du das aufgelagert hast. Genau. Und du brauchst natürlich jetzt hier den Kopf, ne? Der Kopf ist ja wirklich wie eine Kugel. Ja, also der lagert dann letztendlich auf diesem, bei mir ist es noch nicht so, vielleicht kommt da noch ein zweiter Arm, der dann von hinten kommt, wo der Kopf dann drauf lagert. Oder die Haare sind dann hier. Auf jeden Fall müssen wir es nochmal umdrehen und feststellen oder fixieren, wo der Kopf wirklich dann ist. So, und jetzt muss man wieder gucken. Also das ist immer eine Drittelung. Na, also vielleicht hier meine schon ein bisschen hoch. Also hier wäre die Augenbraue, dann die Nase. Entweder könnt ihr die wirklich so als Dreieck setzen und dann nochmal der Mund. Also da müssen wir irgendwie hinkriegen, dass sie so ganz genüsslich da liegt. Also ich würde jetzt hier nochmal alle Gelenke einzeichnen. Das heißt, das Schultergelenk als Kreis. Also ich mache es mal hier, auch bei mir. Also wir haben dieses Schultergelenk, was dann hier in diese Seite runtergeht. Dann kommt die Hüfte, da habe ich hier das große. Da kannst du also wirklich einen großen Kreis machen. Da sitzt die Hüfte. Und du nimmst jetzt den Kniepunkt, der ist noch dazwischen. Also der ist ein bisschen kleiner. So geht das von der Hüfte zum Knie. Ja? Und von dem Knie, das ist die entspanntere Situation, geht das auch ein Stück zurück. Und da kommt nochmal der Knöchel. Also wir haben im Grunde 1, 2, 3, 4 Gelenke, die wir eingezeichnet haben. Wenn wir die richtig eingezeichnet haben, können wir eigentlich nichts mehr falsch machen. Und dann kommt der Fuß nach vorne. Ja, wunderbar. Also hier kann man es sehr, sehr schön sehen. Vielleicht auch hier. Also das Schultergelenk, das Hüftgelenk, das Kniegelenk und das Knöchelgelenk. Und es ist auch schon eine schöne Kette, die man hier hat. Und wieder zu sehen, ah, das läuft immer über das andere. Wenn das gut läuft, man kann das ein bisschen nachher dann die Rückenlinie. Aber eigentlich ist es wunderbar, wenn das hier immer von einem Gelenk zum anderen läuft, dann kann man fast nicht mehr was falsch machen. Vorne ist es auch gut eingezeichnet. Du hast auch sehr schön schon die Punkte gesetzt, wo man was wegnehmen muss. Vielleicht nimmst du hier auch noch mal den Kniepunkt auf. Hier würde ich sagen, und kannst sogar auch hier noch mal einen Kreis machen für dein Becken, dass du auf jeden Fall sicher bist, hier darfst du nicht so ohne weiteres was wegnehmen. Ja? Für die Holz Arbeiten müssen wir einspannen. Entweder können wir unser Holz einspannen mit so einer Schraubzwinge. Aber wir haben uns jetzt mal entschieden, das sind so alte Böcke, die wir hier genutzt haben als Unterlage. Wir nehmen jetzt unseren Akkuschrauber und zwei oder vier Schrauben. Also jetzt haben wir hier diese Schraube, die nennt sich Stockschraube, wirklich im Holz fixiert. Wir setzen das auf und setzen noch die Mutter unten an. Ich zeige hier erst am Holz. Ich gebe dir mal, welches möchtest du gerne? Das hier? Ja. Nehmen wir auch ein. Also das nennt man Hohlbeitel. Und wir nehmen auch am Anfang unseren Knüpfel dazu. Und versuchen, diese Stellen, die wir auch wirklich anmarkiert haben, erstmal wegzunehmen. Also Beine sollten schon schön breitbeinig, sollte man sitzen. Man weiß, hier ist dieses Gelenk. Und dieser Teil da nehme ich jetzt einfach diese. Ah, jetzt ist es schon so, manchmal liebe ich das, drumherum zu gehen. Und letztendlich kann die ganze Kante hier auch weg. Na, also die könntet ihr auch wirklich weg. Ich versuche diesen Oberschenkel oder diese Kante zu runden. Und letztendlich, dass diese Form, also das ist der höchste Punkt, den muss ich erreichen. Ja, und der liegt tatsächlich schon ein bisschen weiter unten. Und das ist der höchste Punkt. Alles andere kann reingekerbt werden. Und da könntest du auch schon loslegen.
Ja, also das wird hier die Oberfläche, da geht es runter, aber du beginnst an der Kante. So, Mara, und das ist letztendlich auch das Gleiche, was du machst mit dem Messer oder was wir gemeinsam machen. Gott, das geht bei uns viel einfacher, ja, aber wir haben auch mehr zu tun. Also, dass du die Kanten über die Kanten wegsetzt. Ja, das geht auch relativ flott. Ja, dann gehe ich sogar neben das hier rum. Das ist eben einfacher. Hier ist es eingespannt. Na, also so ein richtiges Wegschnitzen machen. Manchmal kann man auch so richtig rauf. Vielleicht ist auch meins weicher als deins. Das kann auch sein. Und der Kopf. Der liegt ein bisschen tiefer, den kannst du also jetzt noch ein bisschen runternehmen. Die Schulter ist der höchste Punkt. Ja, und da kommt dann im Grunde schon der Kopf. Wir sind jetzt in einer Situation, wo das ganz grob rausgeschnitten ist, aber ich liebe das, in so einem fast unfertigen Zustand zu lassen. Jetzt ist es schön, wenn man irgendein Detail noch ausarbeitet. Also man kann nachher auch nochmal die Hände wirklich oder Arme nochmal in die richtige Position bringen. Ich sehe auch hier bei meinen Füßen stimmt das noch nicht. Bei dir sieht das eigentlich schon sehr gut aus. Und wir wollen uns aber jetzt nochmal an den Kopf machen. In der Ausstellung haben wir das von Schwabe, also die große liegende. Und die hat zwar den Kopf etwas überdreht, aber ich würde das auch sagen, dass die sehr in den Himmel schaut. Und wir jetzt die Nase nicht hier nach vorne guckend, sondern schon sehr stark in den Himmel guckend machen. Und das Tolle ist bei einem Kopf, wenn man den Absatz zur Nase und den Absatz zum Kinn gemacht hat, dann hat man fast den Kopf. Und jetzt ist es wichtig, diese Nase zu sehen, also wieder zu gucken, ein Drittel, also ein Drittel Stirn. Dann kommt die Nase und ab dem Punkt muss dieser untere Bereich einfach ein ganzes Stück runter. Und das kann man dann manchmal auch in der Abstraktion nutzen. Ja, aufpassen, dass man natürlich nicht weiter schneidet. Jo, super gut. Und jetzt nehmen wir neben der Nase den Teil auch weg. Also, dass die Nase, jetzt haben wir natürlich immer diese Schamotte dazwischen. Und ein bisschen breiter wie oben. Also meine guckt jetzt doch nicht ganz nach oben. Deine guckt, glaube ich, noch besser nach oben wie bei mir. Und richtig auch nicht zu groß für dieses Gesicht. Der höchste Punkt ist unsere Nasenspitze und wir gehen wieder zurück. Und da der Ton, der ist ja fast weich, manchmal kann man dann auch wieder zusammendrücken. Guck mal, ich mache das jetzt sogar mit dem Messer mal so, dass das so nach hinten geht. Das hier quasi wie ein Profil. Ich weiß nicht, ob das bei dir ist, müsste glaube ich auch schon sein. Genau, ja, die Nase geht noch ein bisschen jetzt zu weit. Also da kannst du jetzt noch ein bisschen zurück. Aber es ist ganz ähnlich wie bei mir. Guck, also dass die Nase quasi in die Stirn geht. Das ist ganz gut. Und das unterbinden wir ein bisschen, ja? Dass jetzt die Stirn hier auch wirklich als Stirn kommt. Also wir bauen jetzt die Stirn noch. Ja, und wenn da mal so ein Loch ist, ist gar nicht schlimm, dass das hier einfach nochmal auch wieder eine Konvexe wird. Oben lang. Und wenn man es mal anguckt, sieht man, aha, ich habe jetzt doch schon, bis hier oben brauche ich es nicht zu machen, aber ich habe dieses U gesetzt. Und auch sowas würde schon reichen. Ja? Also wenn die Nase mal da ist, ist es auch bei so einer groben Anlage völlig ausreichend. Wenn man aber jetzt sagt, gut, ein bisschen will ich noch weitermachen, mache ich die Kanten noch ein bisschen weich, manchmal auch sogar mit der Hand. Und da der Ton hier sehr, sehr schamotthaltig ist, wird das fast nicht zu sehen sein, wahrscheinlich im Film zumindest. Aber man sollte den Versuch wenigstens machen, dass man hier dieses Auge einmal da. Man kann eben alles bei dieser Art mit einem ganz normalen Küchenmesser machen, Schnitzmesser machen. Es reicht.
So, auch die zwei Liegenden haben wir geschafft. Und auch wenn sie noch nicht diese ganze Entspannung haben, also die man sich wünscht oder die man bei Schwabe wirklich im Holz sieht, in dieser großen Arbeit, würde ich sagen, reicht es in dieser archaischen Form, in diesem rausgeschnitzten. Und letztendlich, man sieht bei dir wunderbar die Nase, den Mund und die Augen. Wenn man da jetzt weiterarbeitet, gerade bei so einem Ton, der so viele Schamotte hat, ja, kann das sein, dass man das auch immer wieder zerstört. Und von daher denke ich, es ist so ein Zustand, der mir absolut ausreicht. Wunderbar. Ja, unsere sind so in so einem ganz archaischen Zustand. Marlon, bei dir merkt man, das dauert viel, viel länger, aber man merkt, du kannst, weil es einfach Lindenholz ist, dann auch sehr viel feiner werden. Man könnte sich das sogar vorstellen, dass man das dann schmirgelt. Ja, wenn alles da ist, dass man wirklich kleine Sachen, vielleicht auch nur ein Teil, mir gefällt natürlich auch sowas sehr, sehr gut, dass man diese Handschrift sieht, aber bei dem Gesicht würde ich vermutlich auch nochmal ein anderes Werkzeug nehmen oder dir geben, um dass die ganz kleinen Details noch herausgearbeitet werden können. Aber sie liegt genau wie unsere. Wunderbar. Wie wir heute hier sehen konnten, geht der Skulpturensommer neue Wege. Das Angebot wird um eine digitale Kunststunde erweitert. Wir, die Ostsächsische Sparkasse Dresden, unterstützen den Skulpturensommer von Beginn an. Und wir sind auch sehr daran interessiert, an diesem neuen Ansatz, an diesem neuen Format. Digitalisierung und Förderung von Bildung zahlen perfekt auf unsere Unternehmensphilosophie ein. Daher freuen wir uns, dass wir auch dieses neue Format unterstützen können. Wir sind überzeugt, dass damit noch mehr Jugendliche an das Thema der figürlichen Kunst herangeführt werden und der Skulpturensommer noch bekannter wird.